Wissenschaft entsteht natürlich nie in irgendeinem luftleeren Raum, in einem interessenfreien Bereich, sondern Wissenschaft hat hinter sich immer gesellschaftliche, politische und andere Entwicklungen. Und wenn man jetzt fragt, was die spannendste Entwicklung im 19. Jahrhundert war, dann ist es die Industrialisierung, die zur großen Industrialisierung wurde. Es wurden immer mehr Fabriken gebaut und diese Fabriken hatten immer mehr Maschinen. Und man wollte natürlich gerne diese Maschinen so gut wie möglich betreiben. Maschinen sind Einrichtungen, die Energie, die man da hineinsteckt, in die Arbeit verwandelt, die rauskommt. Und die Frage ist, kann man das möglichst optimieren? Kann man den Wirkungsgrad der Maschinen verbessern? Und als die Physiker und Techniker und Ingenieure anfingen, das zu untersuchen, fiel ihnen auf, dass nicht alle Energie in Arbeit umgewandelt werden kann, was natürlich auch schon jeder vorher gewusst hat, sondern es gab immer nur einen Teil der Energie, die so dafür zur Verfügung steht. Und dafür hat sich dann irgendwann der Name freie Energie eingebürgert. Also freie Energie ist das, was eine Maschine umsetzen kann in das, was sie tun soll. Ein Auto, das sich bewegt, eine Mühle, die etwas mahlt und so Dinge. Aber die Restenergie bleibt übrig. Und dann wollte man versuchen, dieser freien Energie, den Unterschied zwischen der freien Energie und der Energie auf die Schliche zu kommen. Und dabei entdeckte man, dass es da eine eigene Größe gibt, die man dafür definieren kann. Und der Physiker, der sich darum besonders bemüht hat, war ein Deutscher namens Rudolf Clausius. Und er wollte die Größe, die diese freie Energie von der anderen und von der Gesamtenergie unterscheidet, auch durch ein Wort ausdrücken, das so ähnlich klingt wie Energie, sollte möglichst auch so schön die drei Silben haben, sollte griechisch klingen, damit es so wissenschaftlich gebildet klingt und den Laien eventuell abschreckt. Und auf jeden Fall hat er sich dann überlegt, er nennt das Entropie. Und seitdem haben wir neben der Energie noch die Größe der Entropie. Die Entropie ist eine fantastisch erfolgreiche Größe. Man kann sie messen, man kann sie verfolgen, man kann sie durchschauen. Man kann alles wieder machen, man kann wieder, das ist immer dasselbe, nicht genau sagen, was eigentlich Entropie ist. Entropie hat irgendetwas mit Ordnung zu tun. Entropie hat damit zu tun, dass eine Sache nicht in irgendeiner Form von Selbststrukturen annimmt, sondern dass man zur Generierung von Strukturen möglichst irgendwelche Energie reinbringen muss. Und die Entropie ist allerdings eine Größe, die mit der Wärme, die man einem System zuführt, zusammenhängt. Und Clausius hat dann hin und her überlegt, was mit dieser Größe Entropie, die inzwischen eine große Karriere in der Philosophie und sozialen Debatte gemacht hat, was die bedeuten könnte. Und er hat gemerkt, dass die Entropie eine gewisse Eigenschaft hat, nämlich zuzunehmen bei spontanen Prozessen. Und deshalb hat er auch versucht, für diese Größe der Entropie einen Satz zu formulieren, der allgemein ausdrückt, was bei Prozessen, bei denen Arbeit geleistet wird oder bei denen Bewegung generiert wird, passieren soll. Und dann ist er auf die Idee gekommen, einen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu formulieren, der besagt, dass die Entropie immer nur zunehmen kann. Und Clausius hatte so eine Tendenz zu universalen Formulierungen und hat dann gesagt, die Entropie der Welt strebt einem Maximum entgegen. Sodass wir jetzt zwei Hauptsätze der Thermodynamik haben. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Energie konstant ist. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie eines Systems oder die Entropie der Welt einem Maximum entgegenstrebt. Und man merkt sofort, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen gibt. Im ersten Satz ist gewissermaßen so eine Art Gleichgewicht angedeutet. Die Energie bleibt immer vorhanden. Aber im zweiten Satz ist so etwas wie eine Richtung, eine Tendenz angedeutet. Und tatsächlich, wenn man so will, ist der zweite Hauptsatz der Moment, in dem die Physik über die Richtung der Zeit zu sprechen anfängt. Denn dadurch hat jetzt plötzlich jeder Prozess, jeder Ablauf, alles, die physikalische Geschehen eine Richtung. Es läuft immer in Richtung einer zunehmenden Entropie ab. Und wir wissen das ja auch, die Zeit geht nur in eine Richtung. Wir werden immer nur älter, wir können Sätze immer nur in eine Richtung aussprechen, also höchstens auf dem Tonband dann rückwärts laufen lassen, aber das würden wir sofort merken, dass das Sätze sind, die in eine andere Richtung gesprochen werden. Also dass die Zeit und der Kosmos entwickelt sich in eine Richtung, das Ganze hat eine Richtung und plötzlich hat die Physik einen Satz gefunden, der die Richtung der Zeit erklärt durch die Größe der Entropie. Und was ist jetzt mit dieser Größe gemeint? Was hat sie für eine Dynamik und was hat sie für eine Bedeutung für unser Verständnis von Welt? Die einfachste anschauliche Erklärung, die man gerne für die Entropie benutzt, ist die Idee einer Ordnung.
Wir alle wissen, wenn Sie Ihren Schreibtisch morgens aufräumen, sieht er abends anders aus, wenn Sie nicht extra wieder die Ordnung eingeführt haben. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Entropie ein Maß für die Ordnung der Welt ist und tatsächlich spontan nimmt Ordnung nur ab. Also wenn Sie den Schreibtisch aufräumen, dann geben Sie Ihre Energie, Ihr Bewusstsein, Ihren Willen da hinein, aber das ist natürlich in der Physik nicht enthalten. Und wenn Sie einfach warten, was mit meinetwegen einem Berg passiert, über den oder einem Bergzug, über den immer viel Wind und Stürme und andere natürliche Vorgänge hingehen, dann zerbröselt er, dann zerfällt er. Und tatsächlich weiß man, dass Ordnungen einfach nur zerfallen können. Die Zahl der Unordnungen nimmt zu und die Entropie ist das Maß dafür, wie diese Unordnung zunimmt. Und deshalb ist manchmal der einfachste Ausdruck dafür, dass, was die Entropie ist, das ist die Unordnung eines Systems. Unordnung hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich das System dann nicht mehr genau kenne. Ein System, das genau geordnet ist, kann ich genau beschreiben. Der Bleistift links, oder wenn ich einen Kristall nehme, die Kristallpunkte sind an den und den Stellen oder ganz bestimmte Angaben kann ich machen. Aber wenn die Unordnung zunimmt, weiß ich auch immer weniger über das System, sodass man manchmal auch das Gefühl hat, dass die Entropie etwas ist über mein Unwissen über ein System. Tatsächlich glauben Leute, dass die Entropie gewissermaßen das Gegenteil von Information ist. Aber das ist eine Sache, auf die wir vielleicht, die man bei anderer Gelegenheit erörtern sollte. Klar ist nur, dass die Entropie etwas ausdrückt und dass dass eine Unordnung zunimmt, ein Unwissen auch über die Dinge. Und die Frage ist jetzt, wie kommt genau diese Richtung der Zeit in die Physik hinein? Und das ist tatsächlich ein Paradoxon, weil in der Welt der Physik, die nur aus einzelnen kleinen Bausteinen besteht und die eine Bewegung, sagen wir mal, eines Moleküls betrachtet, kann die Bewegung des Moleküls jederzeit umgekehrt werden. Die Bewegung eines Moleküls wird zum Beispiel durch die Gleichung der Newtonschen Physik beschrieben. Und in der Newtonschen Physik ist, wie man so schön sagt, Zeitumkehr invariant. Das heißt, wenn Sie ein einzelnes Teilchen laufen sehen und Sie stellen sich vor, Sie machen davon einen Film, Sie lassen den Film rückwärts laufen, dann können Sie nicht sagen, ob der Film vorwärts oder rückwärts läuft. Jedes einzelne Teilchen läuft gewissermaßen einen Weg, der auch rückwärts gelaufen werden kann. Eine einfache Veranschaulichung ist eine Billardkugel, die keine andere Billardkugel trifft, wenn Sie jetzt sozusagen vom langsamer werden der Bewegung am Ende absehen. Die ersten Bandenstöße, die eine einfache Billardkugel macht, können Sie nie genau unterscheiden, ob das vorwärts oder rückwärts gelaufen ist. Und jetzt kommt das Merkwürdige, wenn jetzt viele Teilchen zusammenkommen, dann ist plötzlich die Bewegung nicht mehr umkehrbar. Und das einfache, die einfache Veranschaulichung können Sie dann machen, wenn Sie sich ein Glas Wasser vorstellen und lassen da einen Tintentropfen hineinfallen. Sie können jetzt sich vorstellen, jedes einzelne Tintenmolekül oder jedes einzelne Tintenatom zu betrachten. Und die Physik wird Ihnen sagen, dass die Bewegung eines jeden einzelnen Atoms umkehrbar ist, zeitumkehrinvariant ist, aber nicht von allen zusammen. Das heißt, die Richtung der Zeit kommt dadurch zustande, dass plötzlich sehr viele etwas wollen und sehr viele sich bewegen wollen und dadurch eine gewisse Umstrukturierung oder Zufälligkeit entsteht. Und Entropie wird deshalb manchmal auch so verstanden als Vorrat von Zufälligkeiten, die ein System noch hat und damit auch natürlich von Möglichkeiten. Denn wenn sie völlig strukturiert sind, haben sie weniger Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, Entropie zu haben, obwohl insgesamt der Eindruck entsteht, dass Entropie nur etwas mit der Unordnung eines Systems hat. Übrigens, als dieser Hauptsatz formuliert wurde, gab es einige Leute im 19. Jahrhundert, die der Meinung waren, dass die Physik durch ihre Gesetze auch die Gesetze der Gesellschaft verstehen kann. Und als der zweite Hauptsatz mit einer zunehmenden Tendenz, also der Entropie, bekannt wurde, hat man gedacht, dass die Entropie ein Maß für den Verfall einer Kultur ist. Man hatte sozusagen das Gefühl, dass die Entropie angibt, wie dekadent eine Gesellschaft ist. Und der zweite Hauptsatz würde beweisen, dass die Welt einer Dekadenz verfallen ist, dass sozusagen die Kunst schlechter wird. Da sah man ja an den Bildern von Van Gogh, wie das tatsächlich jemand gesagt hat in dieser Zeit. Ist ja dieselbe Zeit, wo dieser Hauptsatz aufkommt und Van Gogh mal. Also das waren so merkwürdige Geschmacksverirrungen, die passiert sind, wenn so ein Begriff der Entropie als eine physikalische Gesetzmäßigkeit unverstanden in der populären Umgangsweise benutzt wird, um Kulturentwicklungen zu deuten. Heute benutzt man das übrigens auch wieder, indem man sagt, dass der Naturzerfall, damals war es der Kulturzerfall, dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik unterliegt, aber da bin ich nicht ganz so sicher. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und die wachsende Entropie
sind insofern auch spannend, als es damals viele Physiker gab, unter anderem der Wiener Physiker Ludwig Boltzmann. Die wollten tatsächlich beweisen, dass es so etwas wie eine Entropievermehrung gibt, dass die Welt in ihrer Vorwärtsbewegung durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik bestimmt ist. Und deshalb haben sie alle möglichen mathematischen Modelle und Deutungen dafür versucht, die dann mit der Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren kann, zusammenhängen. Der Ludwig Boltzmann war so stolz auf seine Deutung der Entropie als eine Form von Wahrscheinlichkeit, dass er die Formel auf seinen Grabstein am Wiener Zentralfriedhof hat schreiben lassen. Also das ist, wenn Sie da mal sind, schauen Sie das Grab von Ludwig Boltzmann an und können Sie meditieren über das Zerfallen der Leiche unterhalb dieses Steins, was den Gesetzen der Entropie erfolgt. Aber bei Boltzmann ist noch etwas Besonderes. Er wollte unbedingt beweisen, dass die Welt der Entropie tatsächlich immer eine Maximum entgegenstrebt und dass es so eine Welt gibt, dass wir deswegen eine Welt, dass deswegen eine Welt haben, in der die Zeit eine Vorwärtsrichtung hat. Das Ganze ist natürlich so eine kosmische Behauptung. Und wenn Sie die kosmische Behauptung sagen, dann müssen Sie natürlich über das ganze Weltall sprechen. Dabei konnte Boltzmann, ich meine, vielleicht über Wien sprechen, vielleicht auch über Österreich, vielleicht auch über Europa, vielleicht auch über die Welt, aber über die Erde, auf der ist aber eigentlich nicht über den Kosmos. Und für den gesamten Kosmos musste man tatsächlich annehmen, dass es ein Gleichgewichtszustand ist. Das war in der Physik gar nicht anders zu machen. Und dadurch musste Boltzmann also wirklich versuchte zu beweisen, dass der Entropiesatz eine Richtung der Zeit angibt, die dann unverrückbar festliegt, musste er zugeben, dass wir zufällig in der Welt leben, in der die Zeit nach vorne geht. Es kann auch Welten geben, muss auch Welten geben, nach dem Gesamtverständnis der Thermodynamik im Kosmos, wo die Zeit rückwärts läuft. Das klingt jetzt für Sie vielleicht nicht so relevant und vielleicht auch nicht so dramatisch, aber für Boltzmann war es tragisch. Denn in dem Moment sagt er, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, überhaupt die Gesetze der Physik, nicht wirklich objektiv sind, sondern nur da gelten, wo wir zufällig sind. Es gibt andere Bereiche des Universums, wo ganz andere Gesetze gelten. Mit anderen Worten, Boltzmann war der Erste, der gemerkt hat, dass die Welt der Wissenschaft gar nicht so objektiv sein kann, wie wir denken. Er musste der Subjektivität Einlass geben. Die Richtung der Zeit hängt von dem Ort ab, den wir erleben. Das hat er nicht überlebt und hat Selbstmord gemacht. Es ist also gefährlich, über Entropie nachzudenken.